Servus YouTube und willkommen zurück bei einem neuen Unboxing bei mir auf dem Kanal. Und zwar die Uniloo-Chest. Ihr seht schon, wir haben sie hier. Sie spricht, sie ist 1,2 Kilogramm schwer. Das werden wir uns gleich mal ansehen, ob das dem wirklich so ist. Also würde ich schon mal sagen, wir öffnen hier die Loot-Chest. Und da sehen wir schon einiges. Allen voran das Lootbook. Da schauen wir jetzt gleich mal rein. Hier die Startseite wie immer, wo ihr am Gewinnspiel teilnehmen könnt. Und dann, was haben wir hier noch? Einen Future Channel, Hallo Dreh, Lioncast Werbung, nochmal Future Channel Wachilis. Den kenne ich auch, mit dem habe ich auch schon Kontakt gehabt. Und dann kommen schon die Spoiler, die lassen wir mal weg. So, dann würde ich sagen, fangen wir mal auf dieser Seite an. Und hier haben wir ein Marvel Funko Mystery Mini, sogar als Bobblehead bezeichnet. Da bin ich ja mal gespannt, ob das wirklich ein Bobblehead ist. Hier haben wir die ganzen Charaktere, die man haben kann. Hier haben wir Hulk, Thor, Loki, nochmal Loki, Spider-Man, Green Goblin und die ganzen anderen. Ihr seht ja selbst, wer hier alles drin ist. Und dann würde ich mal sagen, schauen wir mal, wen wir hier drin haben. Und machen die Box hier mal auf. Wo machen wir die hier auf? Machen wir hier oben. So, ein bisschen angeritzt. Dauert alles etwas länger heute. Ich bin erst aus der Nachtschicht heimgekommen, also seid mir da nicht böse. Auf. Auf. So. Auf. Auf, auf. Und hier haben wir die Kleinpack. Und ich glaube, ich weiß schon, was es ist. Kann man hier schön aufreißen, die Blendpack zur Seite. Und wen haben wir hier? Wir haben hier Loki. Die Version mit dem verschränkten Arm. Also die Standardversion 2 zu 24. Denn die andere mit dem Dreizack, das wäre 1 zu 144. Sieht auch nicht mal so schlecht aus, ist eigentlich sehr gut gemacht. Auch der Paint Job. Auf ein Mystery Mini ein Bobblehead, das ist natürlich immer so eine Sache. Dann, was haben wir hier? Mockingjay, die Tribute von Panen Teil 2 von Lionsgate. Ein Puzzle. Ja gut, das lassen wir jetzt mal drin. Das ist mir was für Kinder. 200 Teile Puzzle. Ist jetzt nicht so meins. Allerdings zum Film eben. Ein Lizenzprodukt. Also da wollen wir mal nichts wegnehmen. Dann, was haben wir hier? Da ja der neue Film hier ist, sehe ich gerade, haben wir hier ein Doom Final Sticker. Okay. Kann man machen. Sticker ist halt immer so eine Sache, wo klebt man sie hin? Dann haben wir hier einen Chupa Chups Monstrous Lollipop Strawberry Lemon Flavor. Ist auch noch haltbar. Dann, was haben wir noch alles hier? Ach Gott, jetzt habe ich das dritte Glas und selten eine Tasse, also ich könnte schon langsam Gläser verkaufen. Andere können Tassen verkaufen, nicht wahr, Silent Mike? Und ich kann Gläser verkaufen. Was haben wir denn hier? Ein Zelda-Glas. Sehr schön gemacht. Sieht aus wie so ein Kirchenfenster, also wie so alte Fenster. Ist diesmal auch ein sauberes Glas, also sieht nicht so dreckig aus wie sonst immer. Manche haben da schon dreckig ausgeschaut. Dann, was haben wir hier noch? Etwas Weißes. Und zwar haben wir hier, ich komme hier an der anderen Kamera, eine R2D2 Einkaufstasche aus Stoff.
in Weiß. Ist aber kein. Oh, Moment, hier ist ein Zettel. Bags by Jazz C. Made in Pakistan. Jawohl, auch nicht schlecht. Und somit auch keine Lizenzware. Aber hier ein Pixel R2D2. Ja, leck mich doch am Arsch. Warum komme ich denn andauernd an die Kamera heute? Ich bin noch nicht ganz fit. Und was haben wir hier nun? Das T-Shirt. Da schauen wir auch mal, was es ist. So, hier haben wir ein T-Shirt. Das sagt mir jetzt rein gar nichts, da muss ich dann nachschauen. The Legends of Soccer. Hier auch so ein Pixel-T-Shirt. Sehr schöner Stoff. Etwas in dunkelbläulich gehalten, wenn ihr es seht. Ja, man sieht's. So, na, würde ich sagen, schauen wir doch gleich mal, was die da für die Preise veranschlagen bei dieser Box. Und zwar haben wir hier ein T-Shirt aus Zelda und Avatar Mashup. Aha. Okay, das soll es sein. Das T-Shirt soll 15 Euro kosten. Ja, gut, kann man sagen, 15 Euro. Dann das Zelda-Glas von Wind Waker. Marktpreis haben sie hier 10,95 €. Ja, ist meistens so. Dann ein Doom Final Sticker für 3,95 €. Also, sorry, da muss ich sagen, das würde ich dafür nicht ausgeben. Nur, dass ich so einen Doom-Aufkleber habe, wo der Schriftzug draufsteht. Dann das Tribute von Bahnen, ein 200-Teile-Puzzle für 10 €, also 9,95 €. Nein, würde ich auch nicht ausgeben. Für 9,95 € kriege ich schon 1000-Teile-Puzzles, also beim besten Willen. Nein. Dann, was haben wir hier? Die Tasche von Star Wars. 9,95 €. Naja, okay. 9,95 € für eine Stofftasche ist etwas hochgegriffen. Also beim besten Willen 2, 3 Euro oder ein Euro-Shop. Ja, okay, aber 10 Euro und dann nicht mal Lizenzware. Naja. Chupa Chups Lutsche. Ja, gut, ja, kein Preis, ist klar. Und das Plus-Item war der Marvel Mystery Mini, 10,95 €. Ja, das kommt ungefähr hin mit den Preisen. Zwischen 7 und 10 € kosten die Dinger. Dann haben wir hier wieder Pummel-Einhorn-Werbung. Dann, wie immer, haben wir hier den Code für den Minecraft-Server. Da könnt ihr gerne hinschauen. Dann haben wir Penta Sports. Und hinten nochmal für die Loot Chest. Also ich muss sagen, diese Box, ja, wenn man die Preise nimmt, die draufstehen, ist das eine hochwertige Box. Für mich persönlich, das T-Shirt, das Glas, der Mystery Mini, ja, okay, der Lutscher, okay, den Rest würde ich mir nicht kaufen, ehrlich gesagt. Also ein Doom-Sticker für 4 €, also nee, nicht meins. Das Puzzle 10 €, also da kriege ich schon welche, die 1000 Teile haben. Also, naja. Und der Jutebeutel auch so schweineteuer angesetzt. Das meine wäre es nicht. Aber wie gesagt, wie man schon sagt, Geschmäcker sind verschieden. Für manche ist die Box was, für manche ist sie nicht. Ich muss sagen, diesmal habe ich von der Box nicht besonders viel, weil der Jutebeutel, okay, naja, gut zum Einkaufen. Das T-Shirt, ja, das Glas, ja, der Mystery Mini, den werde ich mir hinstellen. Der Aufkleber, nein, ich weiß nicht mehr wohin mit den ganzen Aufkleber. Und das Puzzle, naja, vielleicht kommt es in einen Gewinnspielschachtel. Ich habe schon etwas in Planung. Allerdings, ja, ich weiß, ich bin früh dran. Ich habe noch eine Zeit lang bis zu den 100 Abonnenten. Aber man soll früh genug planen, dass man auch was bieten kann. Und ich denke mal, wenn ich die 100 Abonnenten habe, wird es auch ein Gewinnspiel geben. Da gibt es auch was zu gewinnen. Das habe ich schon
so ausgetüftelt, wie ich es will. Vielleicht wandert da das Puzzle mit rein. Das werden wir mal sehen. Und dann würde ich sagen, naja, für mich diesmal nicht so viel in der Loot Chest wie sonst immer. Aber von der Qualität her würde ich hier trotzdem 7 von 10 Punkten geben. Wie gesagt, schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare. Klar hat jeder anderen Geschmack. Für mich sind jetzt die Tribute von Panen nichts. Aufkleber, naja, nicht so meins. Star Wars, ja, normal schon. Aber der Jutebeutel ist einfach, naja, kein richtiges Star Wars-Item für mich im Endeffekt. Schreibt mir eure Meinung einfach mal unten in die Beschreibung. In die Beschreibung, sage ich schon. In die Kommentare. Meine Güte. Was ihr von der Loot Chest dieses Monat haltet. Für mich hat sie 7 von 10 Punkten verdient. Persönlich, jetzt mein Geschmack hier, sind 3 Artikel dabei. Der Rest, naja, nicht so meins. Aber wie gesagt, Geschmäcker sind unterschiedlich. Und dann möchte ich mich auch schon wieder bedanken für euer Zusehen und sage tschö, bis zum nächsten Mal.